Wir springen jetzt kurz in der Zeit. Wir reisen ins Jahr 2021 zur Mail 64, die ich auch an den Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, Peter Feldmann, geschrieben habe. Hintergrund ist der, weil ich nachher noch ein Posting veröffentliche, wo es darum geht, wie die Rechtsprechung in 2022 auf eine Anzeige von mir reagiert hat. Und ich wollte euch die Gelegenheit geben, mal so ein Gefühl dafür zu entwickeln, was der gute Peter Feldmann, der ja so schön für die eigene Familie und vermutlich noch andere Verwandten gesorgt hat, wie der damit umgeht, wenn Menschen in Lebensgefahr sind und am Sterben sind. Also diese Mail ging nicht nur an ihn. Ich hatte es zu dem Zeitpunkt aufgegeben, Einzelpersonen anzuschreiben, sondern ich habe dann immer mehrere informiert, und zwar die Angela Merkel, Bundestag, Büro vom Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, Sozialrathaus Bockenheim, Betreuungsbehörde Stadt Frankfurt, Poststelle Amtsgericht Frankfurt, D4, das ist der besondere Dienst für Flüchtlinge der Stadt Frankfurt, und drei Mitarbeiter vom Amt für Wohnungslose. Wir sehen also sehr, sehr vieles, das in den Wirkungsbereich von damals war gerade der Übergang von der Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld, die das 15 Jahre lang gemacht hat. Also im Prinzip bis 2021 war sie die Hauptverantwortliche, und ab September 2021 ist dann Sozialdezernentin Elke Feutel eingestiegen. Und was ich ihr vorwerfe, ist eben, dass sie trotz der Hinweise, dass hier einiges schiefläuft, ja, das Leid und das Elend der Obdachlosen ignoriert und weiter Propagandareden führt, statt die Ärmel hochzukrempeln und hier Ordnung reinzuschaffen. Aber das ist ja nicht gewollt, meiner Meinung nach, weil dieses System wurde aufgebaut, um sich selber zu genügen. Die Obdachlosen sind praktisch nur die Deko, auf deren Rücken die Gelder eingesammelt werden, die von der Bundesregierung großzügigst nach Frankfurt transferiert werden, um eben diesen Leuten, den Obdachlosen, zu helfen. Das ist meine persönliche Meinung. Das sind die Rückschlüsse, zu denen ich gekommen bin, nachdem ich mich jetzt fast 3 Jahre mit der Thematik beschäftigen muss. So, aber jetzt zum Thema, zur Mail. Also die Mail fängt jetzt an. Ich habe denen auch erstmal einen Überblick gegeben, und zwar: Ich habe bei folgenden Personenämtern und Behörden um Hilfe für Person X gebeten. Sozialamt Bockenheim, das ist das Sozialrathaus, nennt sich das heute. Betreuungsbehörde Amt 51, und hier werden 4 Richter namentlich genannt, die mit dem Fall beschäftigt waren. Betreuungsgericht 51.D4, besonderer Dienst für Flüchtlinge und Auswärtige. Ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, da scheint es Schnittmengen zu geben zwischen der Flüchtlingsarbeit und der Obdachlosenarbeit. 51.D3, Hilfen bei Wohnungslosigkeit. Und hier werden 3 Mitarbeiter namentlich genannt, mit denen ich bis dahin Kontakt hatte. So, ich beziehe mich auf die PDF-Anlage, in der die wichtigsten Mails eines Jahres zusammengefasst worden sind. Insbesondere mein Antrag vom 19.05.21, das war der Betreuungsantrag, den ich gestellt hatte, damit die Frau endlich eine Betreuerin kriegt. Der wurde abgelehnt. Dann mein Widerspruch gegen die Ablehnung vom 15.07. Mein Eilantrag also für eine Betreuung vermutlich vom 27.07. und einem ergänzenden Eilantrag vom 1.08. sowie erneut vom 15.08. Das in sich selber ist ein politischer Skandal. 4 Richter zu dem Zeitpunkt. Und ich muss hier kämpfen, obwohl die Rechtslage eindeutig klar ist, obwohl der gesundheitliche Zustand dieser Frau eindeutig klar ist. Sie verweigern Hilfe. So, letzter Stand der Dinge, also im September 2021, als die Mail geschrieben wurde. Besuch bei Person X am 4.9.21. Sie ist in demselben erbärmlichen Zustand. Siehe Anlagenbilder vom 12.20, also Fundsituation, und vom 31.07.21. Sie ist in demselben erbärmlichen Zustand wie vor einem Jahr. In meinen Augen ist das unterlassene Hilfeleistung und ein Straftatbestand.
Ich fordere aktive humanitäre Hilfe und zwar jetzt. Ihr seht, mein Ton hat sich schon geändert. Hier liegt ein Verstoß gegen die Menschenrechte und geltendes deutsches Grundrecht sowie Sozialrecht vor. In einem Fall wie bei Person X hat der Bundesgerichtshof eine gutachterliche Untersuchung vorgesehen, die ich jetzt mehrmals beantragt habe. Es muss dringendst eine Diagnose und der Ausschluss von körperlichen Krankheiten sowie eine psychologische Diagnose durchgeführt werden. Es wird kalt draußen. Person X steht gesetzlich unter anderem eine Unterkunft, Sozialhilfe, eine ordentliche Krankenversicherung, Zugang zu einer Toilette sowie Waschgelegenheit, Zugriff auf Kleidung zu. Dieser wird ihr verwehrt, da die Kleiderkammer geschlossen hat. Ihr erinnert euch, damals waren ja noch die Covid-Restriktionen. Das heißt, die haben es auch nicht, jetzt kann man denen dafür natürlich keine Schuld geben, das waren ja die Gesetze. Aber es ist so, die sind dafür von der Stadt Frankfurt bezahlt worden für eine Dienstleistung, die sie fast 2 Jahre lang nicht angeboten haben. Und wer darunter gelitten hat, waren die Obdachlosen, wer profitiert hat, waren die Drittanbieter, weil die haben jetzt noch weniger Arbeit gehabt. So, sie hat nichts, nur das, was sie auf dem Foto sehen. Also eine Bauplane, eine Jogginghose und ein Pullöverchen, das er anhatte. Ich beantrage ferner, dass mit dieser Klinik gearbeitet wird, damit Person X endlich einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort, also unter ihrer Brücke, erhält. Das hatte ich im Internet gefunden. Das ist eine Klinik, die bietet ambulante psychiatrische Akutbehandlung zu Hause an. Und als ich aber mit denen telefoniert hatte, haben sie gesagt, nicht in Frankfurt. Und jetzt muss ich sagen, der sozialpsychiatrische Dienst der Stadt Frankfurt ist ja direkt in der Nähe vom Zentrum und von der Flößerbrücke. Die wären in der Verantwortung gewesen, da jetzt ein Hilfesystem zu organisieren. Eine Sozialarbeiterin, die einmal die Woche hingeht und versucht, mit der Frau Kontakt aufzunehmen. Nichts. So, des Weiteren sage ich hier letztmalig, och, ich bin so süß und naiv, ich muss mich gerade mal selber über den Kopf streicheln. Ich habe 2021 wirklich gedacht, dass diese Mail meine letztmalige Mail ist. Oh, Mensch, naja, jetzt weiß ich, was Sache ist. Deswegen sage ich hier letztmalig, nochmal, deswegen sage ich hier letztmalig. Schön wäre es gewesen. Letztmalig hat man da nie was gesagt. Ihr seht es ja, sonst wird es ja auch den Kanal nicht geben. Also deswegen sage ich hier letztmalig, dass Person X zu alt ist, um ohne Hilfe, ausreichend Nahrung, sie ist total ausgehungert, bekommt nur einmal am Tag, ich glaube am Affenplatz, Essen. Sie ist unterernährt, psychisch krank und wird auf diese Art und Weise wahrscheinlich keinen weiteren Winter überleben. Das war September 21. Ich bitte also wirklich dringendst darum, dass hier endlich aktiv etwas getan wird und die Politik des sauberen Schreibtisches, also den Fall von A nach B zu schieben, zu beenden. Mit der Bitte um Verständnis, aber ich weiß wirklich nicht mehr weiter, nachdem ich mich monatelang bei den Behörden ergebnislos um Hilfe bemüht habe. Mit freundlichen Grüßen.